Hallo, meine lieben Überlebenskünstler da draußen und vor allem ihr sicheren Autofahrer da draußen. Herzlich willkommen hier zurück bei Mist Survival. Ja, das Schöne an diesem Spiel ist ja, dass dieses englische Wort Mist für Nebel wunderbar für das auch im Deutschen stehen kann, was man hier teilweise immer baut. Ich baue hier gerade im Gefühl permanent nur Mist. Und letzten Mal habe ich zweimal das Auto geflippt, sozusagen. Nein, ich will irgendwie hier durch. Auch wenn es hier... Das ist so eine Stelle, die muss überhaupt erstmal so richtig realisieren. So, und bitte Auto, flippe ausnahmsweise mal nicht und bocke ausnahmsweise mal nicht auf. Es wäre so schön, wenn es nicht passieren würde. Saugeil. Okay, jetzt können wir ja wieder über die Felder pesen. Hoppala. Und hoppala. Wow, wow, wow. Da hinten hin müssen wir. Und dann geht es. Ach, wisst ihr was? Ich kann auch da drüben einfach lang fahren. Komme ich auch zur Straße. Und dann sind wir. Oh Gott, wie ist jetzt dunkel, ne? Wow, was war denn das jetzt hier? Wie die Sonne einfach mal quasi wirklich gerade eben voll hinterm Berg verschwunden ist. Aber so richtig. Das war aber gerade eben schon hardcore. Ich versuche gefühlt gerade eben der Sonne hinterher zu fahren, aber ich glaube, das ist einfach nur so ein optischer Effekt. Ich glaube, in Wahrheit ist sie schon längst weg. Hat sie von uns verabschiedet und sagt, macht's gut, du Trottel. So, da ist schon das Motel. Sehr, sehr schön. Ich möchte nach dem, was beim letzten Mal passiert ist, einfach nur nach Hause. Die maximale Katastrophe war es beim letzten Mal. Also ich komme momentan nicht auf den Berserker klar oder wie auch immer das Vieh da war, glaube ich, Berserker, ne? Ne, komme ich gerade eben nicht drauf klar. Was der an Lebenspunkten, ja, hier sind wir schon wieder, ich muss aber noch weiter. Was der an Lebenspunkten am Start hat, ne? Das erschüttert mich. Kann ich nicht anders sagen, das ist wahrlich erschütternd. So, da ist auch schon unsere kleine, bescheidene Residenz. Ich parke jetzt direkt hier vor der Tür. Licht aus, aussteigen. Tor öffnen. Sachen ausladen. Ja, ich hätte das Zeug nie einladen müssen. In Anbetracht dessen, dass ich sie jetzt hier im Grunde wieder ausladen muss, ne? So, so, so. Kann ich einfach Loot All machen, oder? Nee, kann ich nicht, weil ich ja nicht genug Platz habe. Uns fehlen noch irgendwie Rucksack-Slot-Plätze. Die müssen wir eigentlich auch nochmal irgendwann mal organisieren. Ach komm, wie gesagt, nehmen wir den hier auch noch mit. Und den Rest holen wir später. Hallöchen, Rachel. Ich bin zurück mit tollen Sachen. Oh. Und das hier scheint auch fertig zu sein. Pünktlich zu unserer Verletzung. So. Also das hier kann ich ja dann nicht rein. Was? Value? Null? Hä? Ach Gott, ich ahne was. Moment. Geh mal raus. Split. Half. Ja, 3 geht noch nicht. 4 macht 1. Oh. Mein Leben ist vorbei. Und da gibt es gerade mal 2. Kann man irgendwas kaufen denn? Ja, hier sowieso nicht. Ich schmelze trotzdem mal einen. Scheiße. Okay, Kupfer. Was? Bedarf? 0. Split half. 0. Split half. Split one. Ja klar, das ist jetzt hier. Das ist jetzt hier 8 zu 1. Mein Leben ist vorbei. Oh mein Gott. 3 kriegst du dafür. Was haben wir hier noch? Ja, Zinn. Dafür gibt es jetzt wieder 2. Ich guck trotzdem ganz genau. Da gibt es genau 1 für Split Half. Ne, das ändert auch nichts.
Das wird auch so ein 4 zu 1 System sein. Tough. Ja, das ist so ein. Ja. Das ist auch so ein 4 zu 1 System. Zinn. Das da noch rein. Wie viel Zinn habe ich denn noch? Ist noch Kupfer. Hier habe ich noch Salpeter. Nee, da kann ich nichts machen. Ja, dann soll auch noch das jetzt hier halt eingeschmolzen werden. Was kann ich denn. Guck dich das mal an, ne? Wer baut denn Components? Ich brauche für den Mortar 8 Steine. Die haben wir auch. Das weiß ich noch. Allein für das hier bräuchten wir 4. Allein für das hier brauchen wir 10. So, und wie mache ich diese Brass Ingots eigentlich? Die muss ich ja wahrscheinlich irgendwie mischen. Also das Messing muss ich ja irgendwie aus Kupfer und Zinn mischen. Ja, werde ich noch einen Weg finden müssen. Gucke ich erstmal, ob ich diesen scheiß Mörser craften kann. Da haben wir 8 Stück davon. Nicht den Mörser von Hand zusammenkloppen oder muss ich das woanders machen? Das muss ich wahrscheinlich dann halt hier machen, oder? Hier? Nein. Lockpicks sind teuer. Longbow. Dafür brauche ich wie viel? Moment, Level up. Achso, es ist ja schon. Es ist ja schon auf Level 2. Ja, das ist ja schon mal gut. Einen Longbow machen. Mit Stick, Lashing. Kann der ernsthaft einen Longbow machen? Vielleicht, oh, ein Quiver. Wir wissen ja schon, dass wir. Also, Köcher brauchen zum Pfeile überhaupt reintun. Wie mache ich jetzt hier so ein Mortar? Mörserchen. Ach da, okay. 20 Minuten. Ja, kann ich doch selber bauen. Gebonkt. Aber ganz im Ernst, jetzt bin ich am Überlegen, ob ich nicht vielleicht hier unsere Trollalina sage, dass sie mir einen Bogen, einen Longbow machen soll. 4 Lashings, das haben wir doch eigentlich alles. Haben wir es denn? Basic Wooden Arrow, nee, ich muss das jetzt in Dingens verwandeln. Die Lashings hat es geheißen 4. Zweimal Darm, please. Und jetzt mache ich daraus einen Stick. 2 Minuten. So. Oh. 12. Okay, es sind nicht zwei. Ich habe es aus irgendeinem Grund. Bitte fragt nicht. Ja, machen wir 11 noch dazu. Hat sich gerade eben so ergeben, dass die Kosten explodiert sind, weil ich blind war. So, du machst das jetzt mal, Mädel. Ich hoffe, sie macht das jetzt wirklich. Kommt sie jetzt und macht den Scheiß? Wo läuft sie denn rum? Hallo? Hallo? Noch nie arbeiten sehen. Die hat bis jetzt immer nur diese Scheißtür angeguckt. Also sie hat echt. Weißt du, Mädel, diese Tür kannst du jetzt nicht mehr als Ausrede verwenden. Die kann man schließen. Wir dursten gerade eben übrigens schon wieder. Wir sollten demnächst was essen. Wo wir gerade eben wieder bei unserem Problem wären. Wir essen jetzt hier mal ein ordentliches Stück Fleisch. Trinken uns satt. Wenn nicht nur satt sind. Und regenerieren unsere Verletzungen. Tut sie das jetzt auch wirklich? Hä? Mädel, du hast eine Aufgabe. Jetzt einfach nicht angenommen. Jetzt. Task on be. Tut sie es jetzt? Warum ist diese Tür offen? Hab ich diese Tür offen stehen lassen? Wenn ja, müsste ich mich selber treten, ey. Shit. Nicht, dass sie diese Türen aufmacht. Boah, das wäre so düster. Cool. Immerhin guckt sie sich jetzt dieses Teil an. Kontrolliere gerade eben bloß mal alle meine Türen, ne?
Maximale Paranoia, hier, hier, ho. Okay, ist anscheinend alles gut an der Stelle. Das heißt, wir können jetzt hier mal fröhlich vor uns hin mortern. 30, 27, das ist eigentlich sogar eine vernünftige Menge. Und ich weiß, dass ich auch schon einiges an Kohle habe. 10 Minuten, seid ihr bekloppt? Brauchst du keine 10 Minuten? Ich habe in meinem Leben schon viel gemörsert. Brauchst du keine 10 Minuten und es... Diese Portionen sind einfach absurd. Na gut, wir machen jetzt einfach mal eine Stunde dies, eine Stunde das, dann ist der Bogen auch fertig. Why not? Andere auch. Eine Stunde 39? Was? Warum noch länger? Momente des Entsetzens. Wo ist mein Bogen? Ah. Da ist er. Schön. Schön, schön. Jetzt habe ich 6 davon. Ich habe doch gesagt, dass ich 10 davon. Hä? Hä? Nicht doof? Zweifelsfall ja, aber was? 2, 3, 4. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Das habe ich jeweils 10. Jetzt brauche ich um das Schießpulver. Klar, das ist einfach zusammenzumengen. Ist hier einfach so ein bisschen Matschekuchen zu machen. Mit diesem trockenen Staubzeug. Dafür braucht man jetzt 12.000 Jahre. Arg. Split One. Ich werfe das hier vom Boden. Haha. Ach nee, scheiße. Bringt ja nichts. Ich habe ja kein Wasser drin. Ich habe gedacht, ich könnte es einfach auf das Ziel klicken. So viel dazu. Wie spät haben wir es denn? 23.47 Uhr und die Ausdauer sagt, Junge, geh ins Bett. Warum schläft die jetzt schon wieder hier? Die hat doch schon im Bettchen geschlafen. Edel, was ist falsch mit dir? Die Frau hat doch einen Schatten. Das ist doch... Oh Mann. Sie ist einfach ein sehr, sehr special Typ. Very special Typ. Ich fasse es einfach nicht, ey. Die Dame. Soll ja auch noch mehr geben. Wir müssen uns eigentlich noch mal ein bisschen umgucken. Ne? Boah, Mädel, erschreckt mich. Erwartet, dass sie hier rumliegt. Was macht sie? Rumlaufen. Ich möchte aber auf jeden Fall auch noch mal testen, wie sich hier unser Gebiet jetzt hier so anfühlt, wenn man einfach rumläuft. Also währenddessen Nebel da ist. Das wäre auch sehr, sehr cool. Ich möchte jetzt hier nochmal so ein paar Medic-Sachen craften. Spart mir jetzt auch gleich wieder ein bisschen Platz. Warum kann ich nur eins craften? Ach, weil es zwei von den Dingern natürlich kostet. Ist klar. Brauchst du für alles zwei. Split One. So. Ich finde es sehr teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Imps. Boah, haben wir fast einen ganzen Stack. Weißt du, dann kann ich jetzt aber auch gleich den... Halt, warte mal, der andere Kram dürfte jetzt fertig sein. Ich crafte das jetzt hier mal. Ich crafte jetzt hier nochmal 5 davon. Dann haben wir alle gemacht. Du brauchst halt auch 2? Das ist krass. Das ist schon nicht gerade billig. Das ist nicht billig. So, wie schaut es jetzt hier aus? Die dürften fertig sein. Nochmal so ein Kupfer. Da gibt es ja genau 1. Das heißt, ich kann aus dem hier nichts mehr was machen. Guckt euch das. Das ist einfach scheiße. Das ist einfach scheiße. Warte mal, jetzt brauche ich doch Kupfer und... Also für Messing brauche ich Kupfer und Zinn. Die Frage ist jetzt... Wie mische ich dies? Ich nehme mal an, dass man die hier auch zusammenschmelzen muss. Metal Melt Manager. Was? Oder muss ich die hier zusammenkloppen? Willst du mir jetzt sagen, ich habe völlig sinnloses Zinn?
Also hier kann ich noch Kupfer. Es kann doch wohl nicht wahr sein, dass... Es kann doch wohl nicht... Ich bin gerade eben entsetzt. Ich kann das hier nicht nochmal irgendwie... Ich muss ich die... Muss die Erze... Oh, come on, ey. Also das ist ja mal echt scheiße. Ich muss die Erze, so wie es aussieht, hier schon irgendwie miteinander vermischen. Oder? Weil wenn das nicht geht... Und die entscheidende Frage ist, warum geht das nicht? Hier kann ich es ja nicht machen. Das ist einfach nur eine Workbench. Es gibt ja nichts, mit dem ich Zinn noch irgendwie... Nee. Es gibt ja kein Zinn. Ich bin gerade eben, ehrlich gesagt, sehr, sehr menschlich enttäuscht. Das habe ich völlig sinnlos Zinn. Völlig sinnlos. Kupfer? Oh, doch nicht. Ich kann das hier dafür. Ich brauche eine. Ach so, used to craft ammo. Okay, das Zinn. Das Kupfer kann ich verwenden. Oh, trotzdem. Ich brauche die Reloading Bench. Scheiße. Na gut, die kann ich ja schon mal planen. Wo will ich die denn machen? Ja, eigentlich auch hier draußen, ne? Würde Sinn machen. Der ist hier so. Voll im Regen. Da, wo das Schießpulver dann auch trocken sein soll, ne? Genau da so hin. Oder ich mach's hier hin. War auch ein Plan. Hier so direkt so, ne? Ne, ich mach's hier drin. Passt dann einfach besser quasi hier in dieses Ambiente. Eine Wohlfühlatmosphäre für Heimwerker. Und hier geschaffen werden. Was fehlt mir denn, um das zu craften? Ich habe doch teilweise die Sachen. Ich habe keinen Hammer. Ist ja der Hammer. Ich habe keinen Hammer. Ja, dann geht's natürlich nicht. Ja. Und schon waren unsere geilen Sachen alle wieder beim Teufel. Ne? Das ist ich glaube, ich gehe auf Pfeil und Bogen über. Das ist, glaube ich, günstiger. Jetzt, wo ich diesen Bogen habe, habe ich mich spontan in ihn verliebt. Weil er frisst mir nicht die Haare vom Kopf. Oh Mann, ist ja wohl nicht wahr, ey. Was mache ich mit diesem scheiß Zinn? Ich habe überhaupt kein Rezept, was ich mit diesem Zinn machen soll. Okay, vielleicht, wenn ich diese Weapon Bench habe, vielleicht dann. Okay, das Ding verbraucht sich auch wie Hölle, stelle ich gerade eben fest. Schade. Sehr, oh, warte mal, den nehme ich noch raus. Sehr schade. Uff. Das ist nochmal ein Brett, cool. Kann ich auch nochmal reinkloppen, zack. Auch trotzdem jetzt hier nochmal ein Baum. Holen wir uns nochmal zum Abschluss dieser Folge einen Baum. Muss hier nur auf meinen Arm achten, der bereitwillig wieder seine Wunde aufplatzen lassen würde. Ach ja. Ansonsten gefällt mir unsere Bude, aber mir gefällt es mit dem Zinn nicht. Ist echt düster, ey. Also ganz im Ernst, das ist echt düster. Oh Mann, die Kosten. Was das kostet. Na gut. Solange es mich jetzt hier nicht gleich den Arm kostet, will ich damit zufrieden sein. Ich bin auch mal gespannt, ob ich mit diesem Pfeil und Bogen dann, also, keine Ahnung, Pfeil und Bogen schießen ist ja normalerweise eigentlich immer voll Pain in the Ass in solchen Spielen. Gut, im echten Leben ist es halt auch Pain in the Ass, ne? Also falls ich schon mal Bogen versucht habe, Bogen zu schießen, das ist nicht leicht. It's not easy to learn und schon gar nicht easy to master. Bogenschießen ist etwas, was man zwar meistern kann, aber es ist scheiße schwer.
Anders kann ich nicht sagen. Es ist scheiße schwer. So, es ist 12. Scheint auch nicht zu nebeln. Selbst wenn, glaube ich, dass es mir hier drin egal sein könnte. So, und jetzt brauchen wir noch 4 von diesen Zahnrädchen. Wie mache ich die nochmal? Die Zahnrädchen brauche ich 4 von diesen Dingern da. Ich glaube, davon habe ich aber nur 2. Ja. Das heißt, ich brauche Metallschrott. Warum ist diese scheiß Tür schon wieder offen? Rachel? Hör auf, die Tür aufzumachen! Die Frau ist doch wahnsinnig! Ja, ohne Witz, was soll denn der Kack? Warum macht die ständig die Tür auf? Wisst ihr was? Jetzt mache ich das, was ich ohnehin noch testen wollte. Oh Gott. Was kommt da raus? Was kommt aus den Spielsachen hier raus? Bin so gefährlich. Kann ich das ja auch noch klein machen? Kann ich auch. Krass. Ich kümmere mich dann andermal drum. Liebe Leute, ich muss die Folge eh beenden. Boah, ich muss damit jetzt erstmal klarkommen. In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss, Sonder D.